Wie traurig, Schwan sucht toten Partner und muss von Polizei erlöst werden. Eine Tiertragödie ereignete sich am Wochenende auf der Insel Rügen. Wie die Bundespolizei mitteilte, war bereits am Samstag ein getöteter Schwan am Ende des Rügendamms in Richtung Alte Fähr auf dem Radweg gefunden worden. Wenig später nahm offenbar das Partnertier die Suche nach dem verstorbenen Schwan auf. Am Sonntag wurde das Tier dann im Gleisbereich von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Beamte der Bundespolizeiinspektion Stralsund konnten das Partnertier in den Morgenstunden am Rügendamm ausfindig machen. Mit einem gezielten Schuss erlösten die Beamten den Schwan von seinen Qualen. Die Bahnstrecke nach Rügen war laut Bundespolizei für ca. 15 Minuten gesperrt. Die Berufsfeuerwehr Stralsund holte das getötete Tier ab.